Was, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück bei Hello Neighbor. Und ich muss das Spiel gerade komplett nochmal durchspielen, weil ich im dritten Akt, was der letzte Akt, by the way, sein soll. Ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber das habe ich gehört. Ich habe ein Item hier verloren und ich brauchte dieses Item, um die Tür zu öffnen. Und zwar ist es dieses Item, womit man die Schrauben entfernen kann. Und ich habe es aus Versehen weggeworfen. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber ich dachte, ich brauche es nicht mehr. Aber ich habe es weggeworfen und es war weg. Ich habe es nicht gefunden. Also musste ich alles mal von vorne spielen. Das Gute war, dass es hier so eine Art Friendly-Modus gibt, womit man die Kameras ausschalten kann und der Nachbar wird langsamer. Es ist trotzdem etwas schwer natürlich, weil ich meine, der Nachbar wird zwar langsamer, aber er attackiert einen immer noch. Aber wir fangen einfach nochmal von vorne bei Akt 3 an, was normalerweise kein Problem sein sollte, denn Akt 3, ich weiß ungefähr, was ich tun soll. Ich bin zwar immer noch kein Profi. By the way, oh, die Kameras sind immer noch aus, glaube ich, oder? Ich glaube, wir müssen uns einmal erwischen lassen, bis die Kameras wieder an sind, weil ich habe Friendly-Modus erst jetzt wieder beziehungsweise ausgemacht. Hier könnt ihr es sehen, Friendly-Mode ist aus. Allerdings müssen wir uns kurz erwischen lassen, glaube ich, damit er auch aktualisiert wird, der Friendly-Modus. Und wieso geht der Nachbar so weit raus? Hey, Buddy. Hier bin ich. Wo ist die Musik? So geht er so weit raus. Geht er auf einen Spaziergang? So, der Modus müsste jetzt aus sein, theoretisch. Aber wo sind seine Kameras? Irgendwie sehe ich seine Kameras gerade gar nicht. Okay, das ist merkwürdig. Okay, ich weiß gerade nicht, wieso er keine Kameras hier hat. Oder hat er doch welche? Wir werden sehen, schätze ich mal. Aber erstmal müssen wir natürlich nach hinten gehen und diesen Knopf hier betätigen, wie davor auch. Ich glaube, das können wir sogar so tun, oder? Oder auch nicht. Okay, wir brauchen eine Box. Und jetzt sollten wir das irgendwie aktivieren können. Was sehr, sehr wichtig sein wird. Komm schon, Buddy, aktivier das. Nice, wir haben es aktiviert. Jetzt ist die Tür offen. Was sehr gut ist, denn jetzt können wir hier hochklettern. Und das ist übrigens das Spiel der Alpha. Also die Alpha haben wir schon gespielt. Und da ist, by the way, eine Tür. Sie hat einen grünen Schlüssel von dem, was ich gesehen habe. Den grünen Schlüssel haben wir noch nicht. Den sollten wir aber bald bekommen. Das sollte normalerweise kein Problem sein. Dann haben wir hier noch was, nachdem wir die Leiter hochklettert sind. Und hier geht es noch nicht weiter, denn die Achterbahn muss hier erstmal langfahren, um das ganze Holz zu zerstören. Also noch können wir da nicht rumlaufen, leider. Wir können auf jeden Fall hoch, allerdings müssen wir erstmal ein paar Sachen benutzen. Und zwar nehme ich einfach die Boxen von da oben und dann sollte es kein Problem sein. Jetzt müssen wir uns ducken. Und hier können wir jetzt langsam durch. Und ihr könnt sehen, diese ganzen Sachen sind an der Wand. Und wenn ihr euch fragt, wieso, by the way, wir können sie auch nicht aufheben, dann liegt es daran, weil hier ein riesiger Magnet ist. Und ich weiß auch, wie wir den ausschalten. Weil zu einem gewissen Punkt weiß ich jetzt, wie wir weiterkommen. Aber danach nicht mehr. Also ich weiß wirklich nur ganz kurz, wie es weitergeht. Weil, wie gesagt, ich habe schon kurz gespielt. Außerdem war das ja die Alpha. Also dieses Haus ist eigentlich schon bekannt, okay? Wenn wir die Leiter hochgehen, ist normalerweise hier gar nichts, by the way. Das ist merkwürdig. Aber hier ist einfach nur Wasser. Und ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Ich meine, ist da eine Tür dahinter? Nein, ich glaube, da ist nur ein Fenster. Ansonsten nur Wasser und hier ist auch nichts, was ein bisschen komisch ist. Also ja, das wird uns gar nichts bringen, denke ich zumindest. Wir müssen allerdings jetzt irgendwie diesen verdammten Magneten ausbekommen. Und ich weiß auch ganz genau, wie, Leute. Wir müssen aber erstmal runtergehen oder runterklettern, auch wenn das Klettern hier ein bisschen komisch aussieht. Ich habe keine Ahnung, wo gerade seine Kameras sind, Leute. Bisschen merkwürdig. Vielleicht müssen wir uns ein paar Mal erwischen lassen, bis die Kameras wieder da sind. Aber wo die Karte ist, die ist auf jeden Fall hier. Hier ist die Karte, okay? Und die müssen wir einfrieren lassen. Das Ding ist allerdings, wir müssen den Kühlschrank ausmachen. Und, oh Gott, okay, das war klar. Soll ich mich erwischen lassen? Ja, ich lasse mich erwischen, anders geht's eh nicht. Der Generator ist da oben. Das ist der Generator. Und wir müssen nicht zum Generator kommen, wir müssen zum Kabel kommen. In diesem Haus ist der, beziehungsweise da können wir, dachte ich zumindest, den Kühlschrank ausmachen, weil das Kabel geht hier hoch und da geht es da rein. Aber nein, da ist nicht der Generator für den Kühlschrank, der ist irgendwo anders. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo er ist. Jetzt, okay, er hat wieder seine Fallen. Also jetzt alles wieder normal. Oh Gott, okay, das ist problematisch. Er ist wieder da, verdammt. Er hat wieder die Kameras. Ich weiß nicht, ob er die vorher auch schon hatte. By the way, dieser Lag ist normal. Ist zwar ein bisschen merkwürdig, aber komplett normal. Anscheinend. Wir könnten auch den Strom ausmachen. Das wird aber nicht allzu viel bringen. Warte, ich renne mal hier lang. Gott, nein, 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 nein. Ah, dann lauf. So viele Kameras. Das ist so verdammt nervig. Genau, hier können wir hoch. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Stelle, Leute. Oh, nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Verdammt. Hier hoch. Und jetzt kannst du hier rüber gehen. Jetzt können wir. War das das hier? Ich glaube, das war das hier, oder? Genau, perfekt. Das hier aktivieren. Das war in der Alpha genauso, by the way. Also, es hat sich nicht viel geändert. Und jetzt schaut euch mal diese Stelle an. Erinnert ihr euch? Das war brutal. Ich erinnere mich so gut. Hier brauchen wir einen Schlüssel für. Alles ist gesperrt. Außer diese Stelle dort. Und da müssen wir was draufwerfen. Wir brauchen aber etwas Kleines. Nein, das ist nicht klein. Du bist groß. Das hier könnte klein sein. Blue könnte auch gut sein. Okay, wir probieren es jetzt mal. Jetzt können wir hier... Nein, na, vorsichtig. Spring. Sehr gut. Und jetzt können wir das hier entfernen. Und jetzt passt auf. Wir müssen... Nein, verdammt. Komm schon. Und wirf. Komm schon, wirf. Ah, meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Wirf. Oh Gott, okay, das ist problematisch, Leute. Na, jetzt klebt es auch hier. Oh nein, das ist nicht gut. Wir müssen es irgendwie da... Okay, das wird schwer. Wird sehr, sehr schwer, Leute. Diese dumme Kleber, komm schon. Ich bin runtergefallen, oh nein. Ah, erwischt mich einfach, komm schon. Erwischt mich einfach, das ist vollkommen in Ordnung. Einfach laufen, dann sollte er einen schon nicht bekommen, denke ich persönlich. Dann sollte alles gut werden. Oh Gott, was habe ich getan? Wow.
Okay, jetzt gehen wir hier rüber und hier rüber. Und normalerweise kann man das zulassen. Also man muss es nicht aufmachen, man kann es aufmachen. Aber man muss es, wie gesagt, nicht. Und ich habe vergessen, ein paar gute Items zu holen. Okay, wie auch immer. Geh hier hin und endlich ist der dumme Kleber weg. Der hat nämlich extrem genervt. Wenn wir jetzt Glück haben, komm schon. Ach, komm schon, Buddy, bitte. Triff. Oh, what? Ist das dein Ernst? Dein absoluter Ernst? Gib mir die Bilder. Yes! Und dadurch hat sich diese Wand hier geöffnet. Krank, oder? Die Wand öffnet sich und wir bekommen den Magneten. Durch den Magneten bekommen wir den blauen Schlüssel. Also theoretisch sollte das einigen von euch bekannt vorkommen, die die damaligen Folgen verfolgt haben. Allerdings wollte ich das Spiel nicht... Eigentlich wollte ich das Spiel nicht verspielen. Allerdings ist die Vollversion rausgekommen und ich wollte unbedingt testen, wie es ist. Und es ist besser als erwartet. Deswegen beschweren will ich mich da nicht. Und schaut euch das mal an. Hier hat er alle Überwachungskameras, was irgendwie so ein bisschen krank ist. Hier kann man sie ebenfalls ausschalten, was allerdings nicht so schlau ist, weil er wird dann schneller herkommen, glaube ich. Jetzt können wir hier durch. Warte mal, kann ich hier was bekommen, vielleicht? Gibt's hier irgendwas? Ich glaube eher weniger, oder? Ja, hier gibt's gar nichts gerade. Und hier gibt's einen gelben Schlüssel, welcher sehr, sehr hilfreich sein kann, Leute. Ich glaube sogar, warte mal, wir entfernen erstmal den Stuhl. Jetzt können wir hier lang und jetzt können wir den gelben Schlüssel benutzen, um normalerweise schneller hier reinzukommen, oder? Ja, schaut euch mal an, wie episch das ist. Einfach nur perfekt. Und ich glaube, jetzt werden wir den gelben Schlüssel nicht mehr gebrauchen, oder? Ich glaube nicht. Man muss aber sehr vorsichtig sein, weil manche Items kann man noch weiterhin gut gebrauchen. Und da geht's runter, da wollen wir aber erstmal nicht hin. Da oben ist eine Tür. Da oben ist noch eine Tür. Da würde ich gerne hin, Leute. Ich habe jetzt 3 Kisten hochgestapelt. Ich denke, das müsste in Ordnung sein. Komme ich hoch so? Bitte sag mir, ja. Bitte sag mir, ich komm hoch, oder muss ich 4 Kisten hochstapeln? Ja, anscheinend 4, verdammt. Ich habe das Spiel übrigens heute den ganzen Tag gespielt. Und es ist, also Akt 3 ist wirklich unnormal. Und ich kam kaum weiter, weil, ja, es dauert halt eine Zeit lang, ne? Vor allem, wenn man... Ich habe ja auch vieles vergessen. Ich habe mich an vieles gar nicht mehr erinnert. Wie was ist und wie ich hochkomme und so weiter und so fort. Ach, komm schon, Buddy. So schwer kann es nicht sein. Ich bitte dich. Mit 4 Kisten müsste es aber gehen. Oh, komm schon. Yes, wir haben es geschafft. Okay, sehr gut. Nun, wir müssen dieses Teil jetzt anschalten. Und zwar müssen wir erstmal den Stuhl entfernen, was kein Problem sein sollte. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Den hier machen, dadurch geht das Glas auf. Und jetzt können wir das Teil starten, wie ihr sehen könnt. Und jetzt wird es einmal rumfahren. Und das muss es auch, denn jetzt muss alle Sachen entfernen. Seht ihr? Es hat schon etwas zerstört. Wo ist der? Warte mal. Ach so, nee, wo ist der Dings da? Ach, da ist der Nachbar. Okay. Kommt er hier hoch? Ich glaube ja, Leute. Ich glaube, mittlerweile kommt er sogar ganz nach oben, wenn er wirklich will. Und hier muss er wirklich aufpassen. Was macht dieser Knopf eigentlich? Gar nichts anscheinend. Nope, nope, gar nichts. Ja, das Teil ist einmal durchgefahren. Jetzt muss es an eine ganz, ganz bestimmte Stelle kommen. Ihr werdet gleich sehen, welche. Und by the way, da sind ein paar Teile drin, so wie es aussieht. Und wir machen Pause. Nicht weiterfahren. Na, das Teil muss noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen. Und dann sollten wir es hinbekommen. Dann wisst ihr, was ich vorhabe. Beziehungsweise viele wissen bestimmt schon, was ich vorhabe. Ich höre die ganze Zeit sein Geräusch, aber ich habe keine Ahnung, wo er ist. Immer noch ein bisschen weiter, verdammt. So ist es, ich glaube, sogar perfekt, oder? Ich glaube, es müsste perfekt sein. Okay, sehr gut. Beziehungsweise... das kann auch nur mir passieren. Autsch. Ich nehme jetzt schon mal ein Rad oder einen Mülleimer mit. Ihr werdet auch sehen, wofür ich ihn mitnehme. Oh, nein, ich bin tot. Ja, bye. Verdammt. Ab jetzt können wir sogar immer die Leiter hochklettern, weil jetzt ist ja diese Achterbahn, hat ja alles freigeräumt. Und dadurch können wir jetzt einfach hier hoch und es ist verdammt dunkel, was ich gar nicht mag. Obwohl, jetzt sollten wir in diese eine Tür kommen. Erinnert ihr euch an die Mondtür? Oh, verdammt, ich glaube, ich habe das Teil ein bisschen zu weit getan. Ja, definitiv zu weit. Oh, nein. Ah, ich glaube, ich muss nochmal fahren lassen, Leute. Verdammt. Oh, warte mal, da ist sogar die Mondtür, oder nicht? Ich glaube, ja. Ich weiß allerdings nicht mehr, was dahinter war, hinter der Mondtür. Vielleicht irgendwas, was wichtig sein könnte. Das könnte natürlich sein. So, machen wir den Stuhl erstmal weg. Nehmen wir den Mülleimer weg. Den würde ich gerne behalten für eine ganz bestimmte Sache. Das werdet ihr mal sehen. Und, oh, hier ist die Mondtür. Und jetzt ist die Mondtür offen und wir müssen wahrscheinlich den Stuhl dahin tun, ne? Ja, ich glaube, ja, Leute. Lass uns mal bei der Mondtür einen Stuhl hin tun, weil das Ding ist, dass wenn wir das nicht tun, dann geht sie wahrscheinlich wieder zu, die Mondtür. Und das wollen wir nicht, okay? Deswegen schön Stuhl hier hin tun, damit die Tür nicht zugeht. Geht sie? Ich hoffe, sie geht nicht zu. Ich habe ein bisschen Angst. Sollte das reichen? Was gibt's hier noch? Gibt's hier noch irgendwas Interessantes bei der Mondtür? Nein, wir müssen erstmal bei Tag wieder herkommen. Dann sollten wir gut dabei sein, denke ich. Bitte, die Tür bleibt so auf. Ich hoffe es wirklich sehr. Und ich... Das war daneben, verdammt. Okay, ist es wieder Tag? Yes, ist wieder Tag. Sehr gut, Leute. Bitte, ich komme einfach so durch. Oh nein, 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 nein. Ich hasse das. Ich hasse diese dummen Fallen. Im Friendly-Modus platziert ihr die Fallen gar nicht, by the way. Ich meine, jetzt scheint die Sonne. Ist die Tür immer noch auf? Oh mein Gott, die Mondtür ist immer noch auf. Komme ich hier durch? Bitte. Ah, nice, ich bin hier durchgekommen. Die Sonne scheint. What? Wieso geht's nicht? Normalerweise müsste ich doch durchkommen, oder ist es noch... Ja, okay, okay, okay. Ich glaube, Leute, es ist nicht zu sonnig. Es muss sonniger sein, glaube ich. Ich glaube, so steht es sogar perfekt. Jetzt müssen wir aber einmal zurückrennen. Warte mal, geht das auch so? Ich glaube, es könnte sogar so gehen, Leute. Obwohl, das ist die falsche Richtung. Ich habe den Mülleimer zwar nicht dabei, aber ich habe ein Rad dabei, was auch in Ordnung sein müsste. Übrigens, wir müssen jetzt erstmal hier hoch. Und, nee, beziehungsweise... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, vorsichtig, vorsichtig. Jetzt gehen wir hier hoch. Warte mal, wie hat er mich erwischt? Oh mein Gott. Was tust du da? Oh nein, nein, nein. Wir sterben beide.
Obwohl, wahrscheinlich sterbe nur ich. Ich meine, jetzt scheint die Sonne extrem. Jetzt könnten wir sogar in diesen einen Raum kommen. Also normalerweise ist es nicht allzu schwer, hier hochzukommen. Und ja, da seht ihr es. Und jetzt müssen wir erstmal darauf springen. Das ist natürlich schwer. Es gibt noch diese einen Ringschirm, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber wir kommen hier. Nein, what? Oh nein. Komm schon. Ich glaube, es müsste noch 1 Zentimeter weiter sein. Aber wir sollten normalerweise so hochkommen. Das sollte möglich sein. Und die Sonne scheint wieder. Was ebenfalls ein Zeichen dafür ist, dass wir normalerweise in die Sonnentür reingehen können. Aber ich will es erstmal schaffen, okay? Ich will das erstmal schaffen. Springe ich hier rüber. Und da passiert wieder das. Oh Gott. Ich weiß nicht, der wievielte Versuch das jetzt ist, aber ich versuche es die ganze Zeit und ich weiß nicht wieso. Aber mir kam es so vor, als wäre es das letzte Mal, dass ich es getan habe, deutlich einfacher. Und ich habe keine Ahnung wieso. Erstmal müssen wir hier hoch. Oh Gott, bitte. Bleib oben. Danke. Da fail ich auch. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir darauf springen müssen und es nicht klappt. Und dann sterbe ich jedes Mal. Yes, wir sind drauf. Wenn es jetzt nicht klappt, habe ich keine Ahnung. Ja, yeah, yes. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Okay, das ist sehr gut. Jetzt können wir hier hoch, was wundervoll ist. Denn zum einen können wir hier rüber, wo wir aber erstmal nicht hingehen. Denn dafür braucht man, ich glaube, einen blauen Schlüssel. Ich glaube, ja, also da brauchen wir erstmal gar nicht reingehen. Wir müssen aber hier hochgehen. Das wird nämlich sehr, sehr wichtig sein, weil es gibt diesen einen Schlüssel, den müssen wir bekommen. Könnte ich ja wahrscheinlich... Nein, 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 nein. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst, Leute. Oh Gott. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich an diesen Magneten erinnern. Wir müssen mal... Oh Gott, hör auf, bitte. Den Magneten müssen wir ausschalten, um an den grünen Schlüssel zu kommen. Und by the way, ich komme hier gerade irgendwie nicht weiter. Vielleicht muss der irgendwie hochkommen. Ich hasse es, wenn es dunkel ist, Leute. Wirklich. Ja, wir sind oben. Sehr gut. Und jetzt versuche hier hochzuklettern. Perfekt. Und jetzt müssen wir... Nein, nein, ich bin stuck, oder? Oh, nicht stuck sein, nicht stuck sein. Man wird hier sehr, sehr schnell stuck. Also wir müssen feuchtig bleiben. Mal schön oben bleiben. Oh nein, nein, nicht schon wieder, bitte. Nicht schon wieder. Wir dürfen nicht runterfallen vom grünen Zeug. Genau, jetzt müssen wir hier drauf bleiben. Die ganze Zeit drauf bleiben und jetzt sind wir da. Puh, okay, und hier, dieses Teil sorgt dafür, dass der Magnet funktioniert. Deswegen müssen wir jetzt erstmal, nehmen wir mal das Rad. Sehr schön, wir haben alles unterbrochen. Quasi das ganze, den ganzen Strom, würde ich sagen, aber ich glaube, so kann man es nicht sagen. Auf jeden Fall können wir da irgendwie nicht nach oben, weil ich habe schon versucht, hier durchzukommen und ich komme hier nicht durch, okay? Ich habe es versucht, ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert. Und normalerweise können wir jetzt sterben, oder? Oder können wir dahin, ohne zu sterben? Vielleicht klappt das hier. Und, okay, das klappt nicht. Verdammt. Egal. Spielt keine Rolle. Wir können jetzt zu den Magneten, was sehr gut ist, denn der wird uns um einiges weiterhelfen. Warte mal, ich überlege gerade, wo war der Magnet nochmal? Ich glaube, er war hier oben irgendwo, oder? Nein, da war er nicht. Er war hier. Komme ich damit hoch? Ich glaube, ja, oder? Komm schon, Buddy. Ich glaube an dich, bitte. Und wir müssten hochkommen, oder? Komm schon, Buddy. Komm hoch. Wieso kommst du nicht hoch? Wie viele Kisten müssen es denn noch sein? Oh Gott, komm schon. Wieso komme ich nicht hoch? Verdammt, wir brauchen noch eine weitere Kiste. Es ist so anstrengend, da hochzukommen. Wir sind oben, sehr schön. Oh, warte mal, wo war der Magnet jetzt? Ich habe schon wieder vergessen, wo der Magnet war, leider. Oh, ich habe überlebt. Cool. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe auf jeden Fall überlebt. Das ist das, was für mich zählt. Oh, hier haben wir einen Schirm. Cool, Leute. Sehr geil. Und by the way, da drinne ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ihr werdet noch sehen, was. Da können wir später nochmal reingehen. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, da reinzugehen. Das werden wir dann aber sehen. Mit dem Schirm können wir, by the way, schweben. Hat jetzt allerdings nicht so gut geklappt irgendwie. Ich weiß wieder, wo der Magnet war. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich definitiv erinnern. Bitte. Oh, oh mein Gott. Er kommt von oben, Leute. Wirklich bestens. Oh Gott, ich hasse es. Wir gehen hier hoch. Wir gehen hier hoch. Und hier ist es. Hier ist quasi diese eine Stelle. Kommt er? Verfolgt er mich? Ich glaube nicht. Pass auf, Leute. Wir nehmen ein Item. Und so bekommen wir den roten Schlüssel. Wir packen es aber hier rein. Das habe ich gesehen. Es ist quasi so eine Art Glitch, was ich benutzt habe. Aber ich habe keine Ahnung, wie man es sonst öffnet. Also normalerweise muss man es ja irgendwie öffnen. Und ich glaube, es funktioniert, indem man diesen roten Knopf da drückt, okay? Ich wusste, dass er kommt, by the way. Aber diesen roten Knopf, aber irgendwie habe ich es nicht hinbekommen. Ich habe Sachen gegengeworfen, es hat nicht funktioniert. Und ja, jetzt haben wir den roten Schlüssel. War ein bisschen anders. Ich weiß, ein bisschen komisch, wie ich das bekommen habe. Aber so funktioniert es auf jeden Fall, was gut ist. Weil wisst ihr was, wir gehen erstmal hier hoch. Ich will erstmal was anderes tun, bevor ich zum Magneten gehe. Wie viele Items habe ich? Oh Gott, ich hab eine Menge Items, verdammt. Ich muss die Items auf jeden Fall sorgfältig weglegen. Oh, den Magneten brauche ich, stimmt. Den Magneten brauche ich für das nächste Item, Leute. Ohne Magnet geht's nicht. Also deswegen ist es so wichtig, Sachen zu behalten. Hier haben wir es. Das brauchen wir, Leute. Oh Gott, packt ihr mal kurz weg. Jetzt nimm das. Genau, jetzt können wir es. Wir können es halt nicht anfassen, weil es zu heiß ist. Und jetzt haben wir es. Und selbst wenn wir sterben, spawnen wir mit der Crowbar, also mit dem, was wir in der Hand halten, wieder neu. Das Ding ist allerdings, wir müssen das Teil jetzt unter Wasser halten, damit es quasi. Oh, hi, Buddy. Ja, tötet mich kurz. Aber wir spawnen jetzt mit dem Teil. Das habe ich ebenfalls erfahren. Ziemlich cool, ich weiß. Jetzt müssen wir das Teil unter Wasser halten, damit es ein bisschen abkühlt, weil ihr könnt sehen, das Teil ist alles anders abgekühlt. Warte mal, funktioniert es? Ich glaube, wir müssen es anders halten oder so. So müsste es klappen, Leute. Und es wird normal, ja. Seht ihr? Es wird komplett normal. Und jetzt können wir es sogar, ja, halten. Und das wird die Stelle sein, wo wir alle unsere Items hinlegen, okay? Wird auch wichtig sein. Und jetzt müssen wir was ganz Bestimmtes tun. Das habe ich nicht getan. Und das ist eine der wichtigsten Sachen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich sterben, weil ich bei ihm reingehe. Aber das hier entfernen.
diese Sachen hier entfernen. Jedes einzelne. Und das habe ich nicht getan. Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe das Item verloren. Und ich musste alles immer von vorne machen, weil ich habe das Item einfach verloren. Und ich konnte nicht anders reinkommen. Das war das Ding quasi. Und ja, wir können es immer wieder machen. Jetzt fehlt uns nur noch die Karte. Die Karte ist hier drin. Dazu müssen wir allerdings den Strom ausmachen. Wie wir das machen, ich habe keine Ahnung. Wir werden es hoffentlich erfahren. Du bekommst mich niemals in deinem Leben. Das ist richtig. Die Straße, drüber darfst du nicht gehen. Es können Autos kommen. Es kann ziemlich gefährlich werden, Buddy. Wir werden jetzt erstmal die Crowbar, weil ich weiß nicht, ob wir sie nochmal verwenden müssen, hier hin tun. Hier kann sie erstmal stehen bleiben. Ziemlich cool, wie sie da steht, finde ich. Jetzt haben wir den roten Schlüssel und den blauen Schlüssel. Jetzt holen wir erstmal den grünen Schlüssel. Und der ist beim Magneten, nachdem er mich natürlich erwischt hat, logisch. Boah, so viele Kameras. Das wäre also der Easy Mode ist deutlich mehr easy als der normale Modus, weil stell euch mal vor, es gibt keine Kameras und der Nachbar ist deutlich langsamer. Voll entspannt. Oh nein, wir müssen jetzt hier hoch erstmal. Oh, kriege ich das hin? Bitte, ich krieg's hin. Und wir kommen hier hoch und ihr könnt sehen, die Sachen sind nicht mehr an der Wand, weil der Magnet funktioniert nicht mehr. Und jetzt haben wir endlich den grünen Schlüssel, was perfekt ist. Und jetzt können wir in eine Tür reingehen, wo ich selber nicht weiß, wie wir da durchkommen wollen. Es ist verdammt tricky, ihr werdet gleich sehen, welche. Ich kann sogar hier lang. Keine Ahnung, was mir das bringen soll, aber ich will da gar nicht lang gerade. Wow, okay, ich kann auch hier lang, meinetwegen. Viele verschiedene Wege, wo ich lang kann. Wir müssen jetzt mal runtergehen. Ganz genau hier runter. Komm schon, geh runter, trau dich. Genau, perfekt. Und jetzt geh runter. Der erwischt mich nicht. Wir können den grünen Schlüssel nämlich jetzt hier verwenden, Leute. Lass mich hier durch. Perfekt. Und ja, jetzt kommen wir hier rein, was super ist. Und jetzt passt auf. Da geht's nicht weiter. Erstmal sind wir an dieser Stelle hier. Keine Ahnung, was es auf sich hat, aber diese Mannequins verfolgen einen. Man kann nicht durchrennen. Man muss sich irgendwie in diesen Lockern verstecken. Hier, hört ihr das Geräusch? Und ich glaube, die werden immer aggressiv, nachdem dieses Geräusch kommt. Oder? Jetzt warten wir nochmal, bis das Geräusch kommt und dann laufen... Ja, jetzt laufen wir los. Kann ich jetzt überleben? Ja, nachdem... Oh nein, sie kommen. Oh, nein, sie haben mich erwischt. Oh Gott, ist das creepy, Leute. Ah, okay, also wir dürfen nicht sofort los, denn wir müssen kurz warten. Ich hätte woanders warten sollen, aber ist okay. Jetzt müssen wir, ich glaube, zweimal hören, bis das Geräusch kommt. Jetzt kommt das Geräusch und alle laufen durch. Und dann kommt nochmal das Geräusch und dann laufen nochmal alle durch, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich glaube aber so. Wir werden es jetzt sehen. So, jetzt laufen die nochmal los. Geh schnell hier rein. Oh, nein, 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 ich bin tot. Ich bin tot. Gott, komm schon. Wie funktioniert das mit dem Geräusch? Warte mal, lass uns mal hier reingehen. Hier sehen wir nämlich alles. Wenn das Geräusch kommt, passiert was? Keine Ahnung, was dann passiert. Sehr merkwürdig. Oh nein, sie verfolgen mich, ja. Oh, ich hasse es so extrem, Leute. Was soll ich da bitte tun? Das ist kompliziert. Lass uns mal hier reingehen, ganz schnell. Hier reingehen, versteck dich. Versteck dich doch. What? Dein Ernst? Es hat funktioniert. Okay, das ist gut. Und jetzt was? Oh Gott, feuchtig. Ich hab so Schiss, Leute, ne? Das Licht muss weg. Jetzt können wir weiter, oder? Bitte weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Verdammt, ich wurde erwischt. Ich verstehe nicht, wie ich nicht erwischt werde dort. Ich verstehe dieses Prinzip. Ja, ich verstehe gar nichts hier irgendwie. Das ist verdammt tricky, diese Stelle. Ich glaube, die dauert auch eine Zeit lang, bis man die hinbekommt. Ja, vielleicht müssen wir erst los. Nein, ich wurde erwischt. Oh Gott, ich habe den nicht mal gesehen. Lass mich mal jetzt dahin rennen. Ja, okay, ich werde sofort erwischt. Ich hasse es. Vielleicht müssen wir doch aufs Klingeln warten. Es klingelt. Und jetzt können wir laufen vielleicht. Ja, es könnte Sinn machen. Wow, der eine war so schnell. Mein Herz. Ist das creepy, Leute. Vielleicht wechseln sie ihren Ort, wo sie sich befinden nach jedem Klingeln. Sie gehen weiter oder so. Wahrscheinlich, oder? Was denkt ihr? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die bewegen sich anders oder so. Sobald es klingelt, gehen sie woanders hin vielleicht? Ja, sie bewegen sich einmal, sobald es klingelt. Das ist komisch. Aber wohin gehen sie bitte? Ich check grad gar nichts mehr. Ach so. Also es klingelt einmal, sie bewegen sich. Es klingelt noch einmal und sie hören auf. Jetzt klingelt's und alle bewegen sich. Sobald es jetzt klingelt, sollten alle aufhören, sich zu bewegen, richtig? Ich glaube, ja. Wir werden es jetzt sehen. Und jetzt wird's klingeln. Alle hören sich auf zu bewegen. Was sehr gut ist. Und da kommt der eine. Ja, natürlich. Ist klar, ist klar. Aber ich glaube, so funktioniert es. Es gibt immer einen. Einer, der immer einen verfolgt, habe ich das Gefühl. Immer dieser eine, dieser ganz bestimmte. Aber alle anderen bleiben stehen. Aber dieser eine, der macht weiter. Verdammt merkwürdig. Weil ich... Nein, ich wurde wieder erwischt. Komm schon. Das kann nicht wahr sein. Das ist zu schwer. Das ist zu schwer, Leute. Oh, unglaublich. Wirklich. Soll das, by the way, eine Schule darstellen oder so? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist eine Schule. Oh, wir haben es weiter geschafft. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist eine Schule. Lehrer und Schule, oder? Also, der Typ, der läuft, während alle anderen still sind. Oh Gott, warte mal. Der Typ da. Seht ihr? Der eine leuchtet. Sobald sich keiner bewegt, bewegt sich wirklich immer nur der Lehrer oder wie auch immer. Verdammt merkwürdig. Ich kann es selber nicht sagen. Es würden alle eine Arbeit schreiben und die Glocke... Das klingt so wie eine Schule, oder? Wie als würde es irgendwie... Keine Ahnung. Nein, nein, nein. Ich bin... Oh Gott, nicht... Oh, nicht tot sterben. Bitte nicht sterben. Oh Gott, ich hab überlebt. So weit kam ich nämlich schon lange nicht mehr. Bitte. Jetzt klingelt es wieder, jetzt bewegen sich alle. Also wäre irgendwie Pause und dann müssten alle Schüler in der Klasse sein oder keine Ahnung was. Merkwürdig. Sehr merkwürdig, aber ich glaube, wir können jetzt ins Ziel laufen, oder? Wo ist der Typ? Da ist der Typ. Okay, lauf. Oh, da, okay, versteck dich mal hier.
Versteck dich hier. Oh. Gefährlich. Jetzt bewegt sich erstmal jeder wieder. Und jetzt nicht mehr. Geht raus und ja, irgendwie ist jeder bei sich auf dem Tisch. Voll komisch. Also ich glaube, das hat schon was mit der Schule zu tun oder so. Aber ich meine, ich glaube, er hat sogar reale Menschen entführt, oder? Obwohl, ich habe keine Ahnung. Ich kann es gar nicht einschätzen, Leute. Und lauf, lauf, lauf einfach, lauf einfach. Da ist der Exit, Leute, by the way. Aber bevor ich zum Exit gehen werde, werde ich mal das tun. Weil ich will nicht erwischt werden. Auf keinen Fall. Vor allem jetzt bewegt sich wieder jeder. Komm schon. Ich kann es schaffen, da bin ich mir sicher. Das ist so schwer. Jetzt. Lauf, lauf zum Exit. Lauf, lauf. Yes. Oh, oh, wow. Hi. Hi. Oh Gott, nein. Wer bist du? Was habe ich dir getan, hä? Oh, das ist gar nicht gut. Bist du der Lehrer? Hi. Oh, Space. Ah. Stirb, du Loser. Moment mal, du bist ja schwach. Was ist passiert? Der Typ war unnormal schwach. Keine Ahnung, was geschehen ist, aber es war verdammt gruselig. Meine Güte, ist das creepy. Komme ich jetzt hier rein? Ich komme jetzt hier rein. Was bringt mir das? Oh, warte mal, ich habe einen Schlüssel. Aber den würde ich gerne... Wisst ihr was, den Schlüssel behalte ich? Ich behalte einfach alles hier. Ich mache jetzt mal das hier auf. Oh nein, das wollte ich nicht. Mach das auf. Perfekt. Und jetzt... What? Oh! Das ist ein anderer Eingang? Ist das dein Ernst? Das ist der Eingang? What? Diese ganze Arbeit nur dafür? Das ist ein Scherz, oder? Ich meine, jetzt komme ich hier schneller rein. Was gut ist auf jeden Fall. Ich will mich auf keinen Fall beschweren, weil ich finde es echt gut, Leute. Aber hat sich das überhaupt gelohnt? Ich kann es nicht einschätzen. Wir haben auf jeden Fall noch die anderen Schlüssel. Was ebenfalls sehr interessant ist. Nur wie man die einsetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe erstmal hier lang. Genau, oben war noch was. Wie wir da hochkommen. Und zwar müssen wir einfach hier die Box nehmen. Warte mal, welchen Schlüssel brauche ich nicht mehr? Ich glaube, den weißen Schlüssel brauche ich nicht mehr. Ich habe ein bisschen Angst, die Sachen wegzulegen. Aber ich glaube, ich brauche ihn nicht mehr. Ich hoffe nicht. Aber wenn wir ihn doch brauchen, dann wissen wir auf jeden Fall, wo er ist. Beziehungsweise ich kann es ja nochmal im Video sehen, dann selber. Und jetzt müssen wir das dahin werfen. Oh, es hat nicht funktioniert. Nochmal. Und, ja, es wird aktiviert und jetzt können wir hier rein. Was hier ist, weiß ich ganz genau. Und ich glaube, ich weiß sogar, wie man es macht. Auch wenn ich wieder nicht sicher bin. Und zwar muss man hier eine Art Einkauf simulieren. Und wenn man sich duckt, wird man nicht gesehen. Es klingt zwar verdammt komisch, aber wir müssen, ich glaube, 5 Sachen zum Einkaufen haben. Ihr werdet noch sehen, wieso. Nehmen wir auch ein paar Sachen einfach mal. Nehmen wir das hier. Das packen wir jetzt hier rein. Ich glaube, so war das, weil ich habe das schon mal gemacht und ihr werdet sehen, wieso. Das Ding ist, hier gibt es immer noch diese Mannequins und die sehen einen nur nicht, wenn man sich duckt. Das ist quasi das Ding. Wenn man sich duckt, sehen sie einen nicht und wenn man steht, sehen sie einen. Werdet ihr immer noch sehen, die werden ziemlich aggressiv. Oh Gott, da sind sie. Schau ich mal an, da ist einer. Sieht er mich? What? Okay, er hat mich erwischt. Normalerweise darf er mich nicht sehen, wenn ich geduckt gehe. Was ist sein Problem, Bro? Okay, ich packe das Ganze mal hier rein. Oh Gott, da ist jemand. Man muss hier wirklich ausweichen. Ja, geh bloß weg, Buddy. Geh bloß weg. Aber es ist ein bisschen komisch, weil was genau geht hier eigentlich vor sich? Das würde mich mal interessieren. Nehmen wir Milch mit, nehmen wir das hier mit. Ich meine, jetzt wissen wir wenigstens... Oh Gott, geh weg, geh weg, geh weg. Oh Gott, nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Ja, er hat mich nicht gesehen, weil ich geduckt bin. Oh Gott, gefährlich. Und mach das dann wundervoll. Oh Gott, versteck dich, sehr gut. Was fehlt noch? Glue, oder? Ich glaube, ich habe... Oh, warte mal, das könnte ich noch dazu nehmen. Und nimm es. Perfekt. Und jetzt gehen wir hier lang. Lauf, lauf, lauf. Oh Gott, vorsichtig. Oh nein, 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 lauf. Lauf, 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 vorsichtig. Lass dich nicht von denen erwischen. Wow, was zum Teufel ist passiert? Einer hat mein Korb erwischt, was aber in Ordnung ist. Du müsstest irgendwie an die Kasse kommen, ohne erwischt zu werden. Gott, wir müssen zur Seite gehen. Zur Seite, zur Seite, zur Seite. Gott, Mann, die Nerven. Oh, nein, ich wurde erwischt. Spielt aber, ich glaube, keine Rolle, weil der Korb immer noch da hinten ist. Und wir sind wieder bei unserem Korb, was sehr gut ist. Diese ganze Sache zu verstehen, das muss man halt erstmal verstehen, ne? What the... Wie kannst du mich sehen, Buddy? What? Ich gehe geduckt. Ist ja schon klar, oder? Normalerweise kannst du mich gar nicht sehen. Merkwürdig. Ich glaube, ich darf mich nicht mal bewegen. Ah, ich darf mich nicht mal... Ja, 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 okay. Ich muss stehen bleiben. Ich darf nicht mal... Ja, ja. Oh, was? Okay, das war komisch. Meinst du... Jetzt. Seht ihr? Ich ducke mich und auf einmal hört auf. Sobald das Geräusch kommt... Seht ihr es? Voll komisch. Und jetzt gehen wir weiter. Weiter, weiter, weiter. Und sobald jemand kommt, einfach in die Hocke. Einfach in die Hocke gehen, sobald jemand kommt. Und, kommt jemand? Ich glaube nicht. Habe ich 5 Sachen dabei? Ich glaube, ja. Seht ihr das? Das sind so 5 Lämpchen. Ich glaube, deswegen. Komm schon. Sind das 5? Ja, 5. Habe ich 5 Sachen? 1? What? Nein! Was? Oh mein Gott. Und ich falle hier rein. Das passiert, wenn man es nicht schafft. Man muss also 5 bestimmte Sachen mitnehmen. Was für Sachen, bitte? Vielleicht 5 Sachen zum Essen? Oder 5 Sachen, die der Nachbar hat? Zum Beispiel das hier hat der Nachbar, ja. Kann das sein? Der Nachbar hat Milch. Der Nachbar hat das auf jeden Fall. Das steht fest. Und ich bin tot. Cool. Das packen wir rein. Und das packen wir rein. Oh Gott, und ich glaube, das ist falsch aber, oder? Das habe ich noch nie beim Nachbarn gesehen. Das hier. Das müsste falsch sein tatsächlich. Haben wir das schon mal gesehen? Ich nicht. Wir haben jetzt einen Eimer, Milch, Brot oder Kuchen und eine Teekanne. Irgendwas fehlt.
Wir brauchen 5 Sachen. Das auf jeden Fall nicht. Obwohl, nein, das benutzt er nicht. Na gut, wir müssen irgendwas mitnehmen, Leute. Ich habe sonst keine Ahnung, was wir sonst mitnehmen sollen. Nehmen wir einfach das mit. Und das kommt jetzt hier rein. Und wenn wir Glück haben. Oh, warte mal. Vielleicht nur Lebensmittel. Vielleicht nur Lebensmittel. Oh Gott, nein, nein, nein. Bestens. Wirklich bestens. Ich glaube, ich muss das mitnehmen, was die haben. Ja, ich muss das mitnehmen, was die haben, Leute. Definitiv. Die haben etwas da, was sie die ganze Zeit kaufen. Und jeder kauft das selber ein. Also muss ich natürlich auch das selber einkaufen. Ansonsten macht es keinen Sinn. Weil ich muss so tun, als wäre ich ein Mannequin wahrscheinlich. Nicht weiterfahren, nicht weiterfahren, nicht weiterfahren, nicht weiterfahren. Nicht weiterfahren. Jetzt müssen wir erstmal die Sachen reinlegen. Mal schauen, ob es klappt. Ich hoffe aber mal. Komm schon, bitte, 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 bitte. Oh Gott, hier muss auch rein. Bitte gib mir grüne Lämpchen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Also ja, ich glaube, so funktioniert das. Man muss einfach schauen, was die anderen haben. Auch wenn ich mir da nicht immer noch nicht sicher bin, aber anscheinend schon. Weil sonst hätte es nicht geklappt. Ich komme rein auf jeden Fall. Aber was jetzt? Was passiert jetzt? Ich meine, davor haben wir einfach nur eine Abkürzung bekommen. Und was ist jetzt los? Oh, what? Und jetzt? Was ist passiert? Wo ist der Nachbar? Kann es sein, dass wir jetzt vielleicht den Kühlschrank deaktiviert haben? Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann, aber irgendwie mussten wir den Kühlschrank deaktivieren. Und dieses Spiel ist sowieso sehr, sehr komisch, wenn es um die Aktivitäten hier geht. Also was man machen muss, damit was passiert. Ich meine, im letzten Part mussten wir extrem weit springen, damit wir zum Trampolin bekommen, beziehungsweise... Ist ja... Oh nein, ist immer noch eingefroren. Verdammt. Ich glaube, wir haben eine Sache vergessen. Ich glaube, ich weiß sogar was. Da oben. Da oben. Warte mal, welche Schlüssel brauchen wir? Blau, oder? Ich hab blau. Warte, von wo habe ich blau? Ich habe auf jeden Fall blau. Was wichtig ist zu wissen ist, wir müssen doch da nach oben und dann sollten wir es geschafft haben. Und vielleicht haben wir dann das Glück, um endlich zum Kühlschrank zu gehen. Weil noch... Ist es leider nicht der Fall. What? What? Was ist passiert? Habt ihr es gesehen? Wie war das möglich, by the way? Wie konnten wir uns wehren? Oh nein, oh, bleib oben, bitte. Das verstehe ich gerade gar nicht, Leute. Wie konnten wir uns da bitte wehren? Oder dauert es ein bisschen, bis es kalt wird? Boah, es könnte auch sein, dass es ein bisschen dauert, bis es kalt wird, Leute. Trotzdem glaube ich, wir müssen das tun. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach so da ist. Oh, falscher Weg. Und zwar hierhin. Hoffentlich kriege ich es diesmal hin. Das wäre super. So. Oh, perfekt. Und jetzt passt auf. Ja. Ja, perfekt, Leute. Sehr schön. Habe ich noch den Ringshop? Beziehungsweise, nein, habe ich leider nicht mehr. Ich hoffe, das stimmt. Welche Farbe brauche ich dafür? Rot. Habe ich rot? Ja, ich hab rot. Oh mein Gott, wie habe ich nochmal rot bekommen? Ah, ich weiß wie, ich weiß wie, ich weiß wie. Sehr schön, jetzt komme ich hier rein. Was hier ist, ich habe wortwörtlich keine Ahnung. Oh mein Gott, okay, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Da sind wir ganz, ganz klein und wir müssen uns irgendwie hocharbeiten. Was aber so ein bisschen tricky ist. Solange es hier keine Mannequins gibt, geht es mir eigentlich gut. Was ist hier los? Das Radio? Kann ich, oh, da oben ist was. Obwohl, nein, ist nicht. Und ich komme jetzt schon nicht mehr weiter. What the hell? Die Tür ist absolut riesig, by the way. Ich bin so winzig. Ich werde wahrscheinlich wieder meine Sprungtechnik beweisen müssen. Und ja, ich bin der beste Springer ever in dem Spiel. Bei weitem. Und wahrscheinlich hier, oder? Oder da, oder... Ich habe keine Ahnung. Ah, wir können hier durch, oder? Oh, sehr cool, Leute. Nice. Oh, das wollte ich nicht. Muss ich das tun? Musste ich das zerstören? Ich glaube nicht. Ah, das wird gehalten. What? Aber das ist doch schon zerstört. Das verstehe ich nicht. Ich meine, es war doch schon zerstört. Okay, wie auch immer. Aber ja, das war ganz simpel. Jetzt geht es noch höher. Oh mein Gott, das ist wackelig. Alter Schwede, warte mal. Nach da, das wäre zu einfach. Oder? Wäre es zu einfach? Oder sollen wir erstmal nach da? Oh, da ist ein Toaster. Okay, warte mal. Ich glaube, das ist schon richtig so. Lass uns hier hochgehen. Und jetzt hier reinspringen. Keine Ahnung. Kannst du mich schießen, bitte? Oh mein Gott, er schießt mich. Oh, okay. Jetzt müssen wir irgendwie noch weiter hoch. Alter Schwede, sind wir hoch, Leute. Unglaublich. Nur wie komme ich noch höher? Ihr werdet mich für lebensmüde halten, aber wir müssen auf jeden Fall nach da. Und da ist eine leere Stelle. Ich meine, ich könnte auch hier lang. Aber nee, dann würde ich nicht hochkommen. Das wäre problematisch. Und ja. Oh mein Gott. Jetzt verstehe ich, wieso dieses Eiweißpulver oder was immer das sein soll, da ist. Jetzt wahrscheinlich hier hoch. Kannst du bitte hochgehen? Danke. Und ja. Huch. Okay, das ist brutal. Es ist so schwer, so klein zu sein. Wirklich brutal, Leute. Oh, wir haben es aktiviert. Ah, cool. Jetzt müssen wir wieder in den Toaster springen wahrscheinlich, oder? Weil das Teil hier oben weg ist. Und das wird uns jetzt normalerweise hochschießen, ohne dass wir abprallen irgendwo. Schieß! Okay, das ist... Oh, what? Okay, das war cool. Das war sehr cool. Und jetzt wahrscheinlich hochklettern. Easy peasy, baby. Das ist richtig. Und jump! Oh mein Gott. Soll ich die Teile mitnehmen? Weil die kann man gegen die Wand werfen. Die könnten helfen. Weil ich habe die schon mal ausprobiert. Und die kann man gegen die Wand werfen. Jetzt, wo ich so klein bin, könnten sie definitiv sogar helfen. Was ist das hier? Kann man das betätigen? Das kann man irgendwie nicht betätigen. Aber wir sollen da lang. Denke ich. Zum Beispiel jetzt könnte man das gebrauchen. Gegenwerfen. Und jetzt sollten wir normalerweise... Oh, komm schon. Bisschen tiefer vielleicht. What? So, jetzt kommen wir hoch. Seht ihr es? Wie episch? Das meinte ich. Das ist cool. Und nochmal. Bam. Kommst du hoch? Bitte. Sehr schön. Perfekt, Leute. Wir sind hochgekommen. Kann ich das noch nehmen? Danke. Jetzt wohin? Wir müssen nach da. Richtig? Ich glaube, ja. So, vielleicht? Oh, nein, 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 nein. Oh, Gott. Okay, in den Toaster. Geh in den Toaster. Ah.
Geh in den Toaster, geh einfach in den Toaster. Alles gut. Warte mal, hier ist ein Flieger. Kann ich den benutzen? Schieb ihn. Geht das nicht? Komm schon, flieg. Flieg, flieg. Oh ja, fliegt. Er fliegt. Nein, nein, bleib drauf. Oh Gott. Bleib drauf, bitte. Er fliegt. What? Klappt das? Ich weiß nicht, ob das klappt, Leute. Ich meine, wir fliegen auf dem Papierflieger, das steht fest. Aber ich habe keine Ahnung, ob das geht, was ich gerade tue. Anscheinend schon. Wo ist das Ende überhaupt? Irgendwo da oben, ne? Geht's noch ein bisschen langsamer vielleicht? Und ich habe gefailt. Ja, yep, zum Glück kann ich hier nicht sterben. Also beim kein Fallschaden nehme ich. Okay, da gab es mehrere Papierflieger. Ich denke, mit dem könnten wir es sogar schaffen. Komm schon. Komm schon. Ich springe. Oh Gott, wir haben es gemeistert. Yes, baby. Okay, das ist gut. Und es geht noch höher, Leute. Hier haben wir ein ganz altes Telefon, so wie es aussieht. Wow, wow. Okay, da komme ich wahrscheinlich so. Oh, das ist fail. Soll ich so hochkommen, wie ich denke, ich soll hochkommen? Ich glaube, ja. Wow. Wir haben es hochgeschafft. Oh Gott, vorsichtig, nicht runterfallen, bitte. Nur nicht runterfallen. Warte mal, geht... Ah, hier, oh, hier geht's hoch. Das ist cool. Und jetzt was? Einfach springen. Okay, ich springe. Oh, Leute, what? Warte mal, was ist passiert? What? Was ist geschehen, Leute? Kann mir das jemand erklären? Ich meine, ich bin gesprungen, aber ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Und, wo sind wir jetzt? Oh Gott, es hat gelaggt. Was soll ich hier tun? Wir sind in einem sehr, sehr engen Raum. Ich habe leider keine Ahnung, was jetzt, aber wir können jetzt mal nach oben gehen. Und jetzt muss ich mal kurz selbst mal begehen. Oh, ja, ich muss... Oh Gott, ich kann gar nicht hinschauen. Es ist so hoch. Wird voll schlecht. Aber wir haben jetzt 3 Türen bewältigt. Lass... Oh Gott, feuchtig. Lass mal sehen, ob wir jetzt irgendwie was mit dem Kühlschrank machen können. Es müsste doch gehen, oder nicht? Immer noch nicht. What? Ich will's hier, aber ich weiß nicht wie. Oh nein. Habe ich jetzt immer die Fähigkeit? Nein, habe ich nicht. Okay, das ist blöd. Es gibt eine Sache, die haben wir noch nicht getan, Leute. Ich gehe mal durch die andere Tür. Und zwar haben wir immer noch nicht die Mondtür und Sonnentür geöffnet. Auch wenn ich nicht weiß, was sie tut. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine Pflicht. Und wir müssen es tun. Warte mal, wo war... Ja, ich weiß, wo sie war. Ich weiß, wo sie war. Erstmal müssen wir die Mondtür aktivieren. Das können wir ganz easy tun, indem wir sie erstmal finden. Weil es ist Nacht. Das heißt, wir bekommen sie auf. Ich glaube, sie war sogar hier. Nein, 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 nicht runterfallen. Oh Gott, ich bin so dumm gesprungen. Und jetzt ist es hell. Jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt müssen wir uns töten lassen von ihm. Hallo, Herr Nachbar, können Sie mich kurz töten, bis es dunkel wird? Ich kann jetzt auf jeden Fall immer Space drücken. Was ziemlich cool ist. Also, finde ich ziemlich geil. Ich meine, damit macht es doch ihn deutlich schwerer, mich zu erwischen. Was ein bisschen merkwürdig ist, dass es überhaupt geht. Hallo, hier bin ich. Kannst du mich bitte töten? Hallo? Ja. Yeah. Hi, okay. Alles klar. Geh jetzt langsam hier runter. War das der Ort, wo ich hin muss? Ich glaube, ja. Und jetzt hier runter war das, glaube ich, oder? Ah, vorsichtig. Ja, sehr gut. War das hier? War hier der... Oh ja, hier ist der Mondraum. Wundervoll. Jetzt gehen wir hier rein. Und jetzt, was wir jetzt tun müssen, ist, wir müssen etwas davor stellen. Weil, wenn wir das nicht tun, geht die Tür wieder zu. Und natürlich, wenn Sonne scheint, können wir die Mondtür nicht öffnen. Ja, wenn das Stuhl mal sich normal positionieren würde, sehr gut. Jetzt töten wir uns kurz. Spring! Bitte stirb, bitte stirb, bitte stirb! Ja, wir sollten sterben. Und jetzt sollten wir nochmal hin. Aber wir müssen uns noch einmal erwischen lassen, weil das zählt nicht als Sonne, sondern das nächste Level, nachdem wir sterben, das zählt als Sonne. Jetzt haben wir es sonnig. Jetzt können wir die Sonnentür öffnen. Das ist quasi das Gute. Und wenn wir jetzt Glück haben, kommt der Nachbar nicht. Ansonsten müssen wir die ganze Zeit warten, bis es sonnig ist und immer wieder 4-mal sterben. Aber es sollte in Ordnung sein. Wir sollten jetzt hinkommen. Und dann schauen wir mal, was da ist, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich weiß, was da drin ist. Ich kann mich nur erinnern, dass da eine Sonne- und eine Mondtür ist. Aber nicht, wie man, beziehungsweise was da drin ist. Und hier ist es auch schon. Lass mal sehen, wir sollten reinkommen, oder? Ja, die Mondtür ist immer noch offen, was wundervoll ist, Leute. Wir sollten normalerweise auch reinkommen. Sehr gut. Oh, warte mal. Geh schnell rein. Und jetzt sollten wir die Tür aufbekommen, oder? Ja, wir bekommen die Tür auf. Was ist hier? Wir haben beide jetzt aufbekommen. Oh, was ist das? Ja, okay. Da komme ich hier durch vielleicht. Danke. Ist hier vielleicht der Generator? Oder so? Nein, hier ist kein Generator. Wo ist der Generator? Das ist übrigens zum Kühlschrank, das Kabel. Weil hier war ich schon mal drin in diesem Raum. Wie komme ich da rein? Geht's da irgendwie rein oder so? Es gibt nur 2 Sachen, die ich aktivieren kann. Das ist das Problem. Auf jeden Fall komme ich jetzt immer wieder hier rein. Das ist schon mal das Gute. Leute, schaut euch mal dieses Bild an. Und schaut euch mal das hier an. Diese Metallplattform, wo das Kabel hinführt. Das Kabel führt ihr quasi hier hin. Und ich gehe mal davon aus, wir werden das so platzieren müssen, wie es dort angezeigt wird. Das heißt zum Beispiel das Kissen neben dem Schrank, also hier. Hier kommt das Kissen hin. Warte mal, was kommt noch? Die Lampe. Okay, wir müssen jetzt mal alle Sachen finden. Ist da irgendwo der Panzer vielleicht zu finden? Nein, der Panzer ist dann irgendwo, aber das Skateboard auf jeden Fall. Das ist hier. Ah, gut, ein bisschen besser vielleicht. Ja, so würde ich sagen, oder? Ist in Ordnung. Hier ist die Lampe. Die brauchen wir auch. Die kommt dann hier hin, glaube ich. Oh, das war perfekt, glaube ich, oder? Oh, andersrum. Oh, nein. Andersrum geht's nicht. Egal, ich lasse es einfach so. Leute, ich finde leider die Cappy nicht. Das ist das Problem. Und die Gitarre finde ich auch nicht. Ich glaube, ich habe die Cappy gefunden. Die war hier. Aber wohin kommt die? Die kommt so hin. Ja. Naja, gut, nicht ganz. Ungefähr. Ja, okay, ich glaube, das ist okay, oder? Aber die Dings da fehlt noch. Die Gitarre.
Leute, ich glaube, digitale könnte im Tresor sein, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich in das Tresor komme. In den Tresor. Gott, er geht gar nicht auf. Warte mal, da ist irgendwas. Oh, das kann man zum einen drehen. Oh, was ist das hier? Und wieso kann ich das drehen? Oh, okay, das ist interessant. Oh, what? Was ist passiert? Wo bin ich überhaupt? Hä? Soll ich damit irgendwas anfangen vielleicht mit dem Teil? Und hier, was ist hier los? Okay, interessant, interessant, interessant. Natürlich. Ich verstehe zwar nicht, was es tut, aber bestimmt irgendwas Effektives. Ich weiß nicht, wozu das... Oh, wir haben da oben, ich glaube, irgendwas verändert, oder denkt ihr? Wir haben ja irgendwas aktiviert und hier ist die Gitarre. Okay, perfekt. Das ist super, aber ich glaube, wir haben irgendwas aktiviert da oben. Was, ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben, aber ihr habt gesehen, da war irgendwas und ja, ich habe jetzt nicht näher drauf geschaut. Aber jetzt müssen wir das nur noch hier tun. Okay, das ist nicht ganz richtig. Oh, komm schon, Buddy. Komm schon. Ja, definitiv. Du machst alles falsch. Auch falsch. Bitte back nicht rum. Du bist meine einzige Chance. Wenn das nicht klappt, Leute, müsste ich alles noch von vorne starten. Ich musste schon einmal, by the way. So, hat sich irgendwas verändert? Oh mein Gott, es hat geklappt. Oh, ah, nein, nein, nein. Oh, es hat geklappt auf jeden Fall. Kann ich rüber? Oh mein Gott, ja. Ja, let's go, baby. Und jetzt kommen wir hier rüber. Und jetzt können wir den Kühlschrank ausmachen. Oh, wow. Nein, oh. Ich hab Schiss. Ich bin paranoid, Leute. Und jetzt haben wir die Küche ausgemacht. Wir haben die Schrauben entfernt. Wir sollten jetzt nochmal reinkommen. Oh nein. Ist es aus? Das Eis schmilzt. Das Eis schmilzt auf jeden Fall. Sehr gut. Jetzt müssen wir erstmal hier hinkommen. Jetzt warten wir kurz. Wir warten kurz, bis es geschmolzen ist. Dann holen wir uns die Karte und gehen in den Keller. Um endlich zu sehen, was in diesem verdammten Keller ist. Jetzt. Beeil dich, beeil dich. Gib mir die Karte. Nein. Oh, komm schon. Ich könnte ihn sogar wegschubsen, aber das bringt mir ja gar nichts. Ja gut, steh wieder auf. Ist okay, ist okay, ist okay. Das ist kein Problem. Ich will doch nur die Karte, Buddy, bitte. Er geht jetzt komplett woanders lang. Oh, und die Karte ist immer noch nicht fertig. Erst gleich, erst gleich. Bitte geh weg, Buddy. Geh bitte, geh weg. Oh, warte mal, ich kann sie aufheben, glaube ich. Kann ich sie aufheben? Oh, verdammt. Aber sie ist auf jeden Fall jetzt geschmolzen, glaube ich, oder? Bitte sag mir ja. Diese dummen Kameras immer. Oh, jetzt können wir hier rein. Wir können hier rein, Leute. Oh, ist so klar, ne? Mach die Tür auf. Geh rein. Meine Güte, es ist nervig. Oh mein Gott, wir sind drinne. Was ist hier unten los, Leute? Oh, hier waren wir schon mal. Hier waren wir doch schon mal. Okay, Leute, ich werde es auf heute nicht mehr hier stehen lassen. Ich brauche eine Pause, definitiv. Ich habe jetzt 2 Stunden aufgenommen. Das war brutal. Aber zum Glück sind wir weitergekommen. Das war episch, Leute. Also für mehr davon, lasst es noch oben. Falls du es bisschen geschafft hast, schreibe zurück in die Kommentare. Und ich sehe dich nämlich so wieder. Bye. Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!